Präsentieren für Online-Konferenzen. Es ist ein Leitfaden für Referenten, die eine Aufzeichnung oder eine Live-Präsentation machen möchten, bei einer dieser virtuellen oder hybriden Konferenzen, die jetzt so häufig stattfinden. In dieser Präsentation möchte ich zeigen, welche Voraussetzungen man hat, um eine Online-Konferenz ordentlich durchzuführen, was bei Remote-Aufnahmen notwendig ist, damit man eine Aufzeichnung auch einspielen kann bei solchen Konferenzen und wie man erfolgreiche Videokonferenzen plant, umsetzt und technisch gestalten kann. Das erste Wichtige bei solchen Dingen ist es, ein Internet zu haben, das ausreichend stark dimensioniert ist. Das heißt, die Bandbreite muss ausreichen, um die Präsentation, das Videobild, das Audiobild ohne Unterbrechung ins Internet streamen zu können. Das heißt, auf die Konferenzplattform oder auf die Aufnahmeplattform, die man verwenden möchte. Als Referent sendet man hauptsächlich. Das heißt, es gibt zwar einen Rückkanal, man hat auch das Bild des Moderators beispielsweise am Bildschirm oder vielleicht auch am Kontrollbildschirm, um die eigene Präsentation zu sehen. Aber das Wichtigere ist die Senderichtung. Das ist dummerweise auch die, die meistens limitiert ist bei den Providern, die man so hat im privaten Bereich. Das heißt, typischerweise ist die Empfangsrichtung stark, die Senderichtung meistens nicht einmal beworben. Und da wird es dann wichtig, das durchzutesten, bevor man die Präsentation macht, rechtzeitig bevor man die Präsentation macht, um noch Alternativen checken zu können, zu schauen, dass die Senderichtung der Upload ausreichend schnell ist. Normalerweise geht man davon aus, dass man so mindestens 6 Mbit braucht, um einen ordentlichen Stream zustande zu bekommen. Das heißt, mit ein bisschen Puffer zumindest 8 Mbit in Senderichtung sollten vorhanden sein. Und was vielleicht noch wichtiger ist, die müssen permanent vorhanden sein. Das heißt, es darf keine Aussetzer geben, auch nicht ein paar Sekunden, weil dann die Verbindung nur aufgebaut wird und die Unterbrechung fix ist. Die muss auch da sein, wenn man sie dann braucht. Also sollte man einen Live-Beitrag machen und das Ganze dann vor Publikum stattfinden und man macht es zufälligerweise in den Bürozeiten, wo man nicht getestet hat, dort aber alle anderen online sind und vielleicht streamen und andere Dinge machen, die Bandbreite also brauchen, dann ist der Unfall schon vorprogrammiert. Kabel ist besser als Funk, steht da. Eine Kabelverbindung ist immer stabiler als eine Funkverbindung, eine WLAN-Verbindung oder eine Verbindung über Handy etc. Das heißt, wo immer Sie Möglichkeit dazu haben, stecken Sie ein Kabel an, um ins Internet zu kommen. Eigentlich immer. Das heißt, eigentlich sollte das Gerät, mit dem man die Aufzeichnung macht, immer mit Kabel verbunden sein. Und nur für Notfälle ist der Funk erlaubt. Und dann testet man das Ganze noch durch. Es bieten sich Plattformen an, die genau das machen. Fast.com ist zum Beispiel die Testplattform für Netflix, also für Streaming optimiert. Speedtest.net von Ookla, auch ein praktisches Werkzeug. Bei beiden bitte nachschauen, was die Upload-Geschwindigkeit ist, weil die vorrangig die Download-Geschwindigkeit messen und meist erst im Kleingedruckten oder irgendwo in den Optionen die Upload-Geschwindigkeit darstellen. Also unbedingt auf den Upload schauen. Fast.com, Speedtest.net. Ganz wichtig bei Präsentationen ist neben dem Bild natürlich der Ton. Der ist sogar wichtiger als das Bild, weil viele Besucher den bevorzugen und vielleicht auch sogar nur den Ton konsumieren, während eine Präsentation abläuft. Das Wichtige ist, dass man hierzu ein Mikrofon verwendet, das nah genug beim Mund ist und gut genug von der Qualität ist. Eines, das da abgebildet ist, hängt auf einer Spinne, so nennt sich diese Vorrichtung, wo das Mikrofon montiert ist und entkoppelt wird über Gummibänder. Und auf einem Greifarm, der am Tisch montiert wird und ähnlich wie eine Schreibtischlampe zum Mund gezogen werden kann. Manchmal sogar noch mit Popschutzfilter und ähnlichen Dingen drauf. Aber das Wichtigste ist, in Richtung Mund ziehbar und am Tisch befestigt über eine Entkopplung, dass man die Geräusche, die am Tisch über Tastatur und Maus stattfinden, dass sie nicht ins Mikrofon übertragen werden. Solche Mikrofone sind nicht teuer und können direkt am Computer angeschlossen werden, man braucht also keine anderen Audio-Interfaces oder so. Das ist ein ganz normales USB-Mikrofon. Die sind günstig zu haben und sollte man unbedingt bei der Präsentation verwenden.
Wichtig auch, der Ton hängt auch von der Umgebung ab. Geräusche, die rundherum stattfinden, Klimaanlage, ein Telefon, das zu nah am Mikrofon ist, sollte man also bei der Präsentation ausschließen. Die sollten nicht ins Mikrofon störend wirken können. Ganz wichtig auch das vorher einmal testen. Manche Mikrofone sind nur von einer Seite zu besprechen. Wenn man von der falschen Seite reinspricht, dann gibt es ein neues Cancelling. Das heißt, man hört dann dort nicht gut. Also in die richtige Richtung reinsprechen, austesten, wie laut das Ganze wird und dann genauso verwenden. Beim Ton ist auch wichtig der empfangene Ton. Also immer dann, wenn aus dem Lautsprecher auch Geräusche rauskommen, zum Beispiel, weil es eine Diskussion gibt, wo ein Gegenüber auch reden kann oder eine Präsentation auch Audioelemente beinhaltet, dann kann der Lautsprecher beim Computer Töne ausgeben, die dann wieder im Mikrofon landen und so eine Rückkopplung oder zumindest eine Störung verursachen. Ganz wichtig also bei Präsentationen, wo der Ton auch zu Ihnen kommt, also nicht nur Sie sprechen, sondern auch andere sprechen könnten oder andere Tonquellen vorhanden sind, nutzen Sie bitte Kopfhörer. Kopfhörer sorgen dafür, dass die Geräusche aus dem Computer nur bei Ihrem Ohr landen und nicht beim Mikrofon. Professionelle Präsentationen macht man so, dass der Kopfhörer nicht sichtbar ist, also kein typischer Bügelkopfhörer um den ganzen Kopf herum geht, sondern ein Knopf im Ohr vorhanden ist, so wie man das aus der Tagesschau oder der Zeit im Bild hörend kennt. Der Moderator hat ja auch nur einen Knopf im Ohr. Die sind unsichtbar, meistens mono, nur auf einer Seite, stören also nicht so sehr und kosten auch nicht viel Geld. Licht ist genauso wichtig wie Ton, um ein gutes Bild zu bekommen. Ganz wichtig ist, kein Fenster im Hintergrund, sondern alles Licht soll aus Richtung der Kamera kommen. Alles, das gegen die Kamera steuert, verursacht ein schlechtes Bild. Seitliches Licht muss man gut einrichten, sollte also eher Profis vorbehalten sein. Normalerweise wird man also ein Licht frontal nutzen, aus Richtung der Kamera, in die man blickt. Es gibt eigene Lichtquellen, die speziell für Streaming und für solche Anwendungen gemacht sind. Solche künstlichen Lichter sind gut kontrollierbar, das heißt zu bevorzugen. Aber wenn es ein natürliches Licht sein soll, dann das Fenster frontal vor sich und nicht hinter einem positionieren. Das gute Bild kommt natürlich nicht nur durch das Licht zustande, sondern auch durch die passende Kamera und da auch durch die Positionierung der Kamera. Die im Notebook oder über die Webcam vorhandenen Kameras sind da die schlechteste Wahl. Die sind falsch positioniert, meistens zu tief unten, das heißt man schaut von unten nach oben ins Nasenloch hinein. Sowas ist also eher zu vermeiden. Außerdem haben Webcams ein sehr breites Bild, also einen Weitwinkel eingebaut. Das heißt, sie zeigen viel vom Zimmer und wenig von der Person und das ist ungünstig. Besser also, eine externe Kamera zu kaufen. Die hat auch einen größeren Sensor, macht damit das Bild im Hintergrund unscharf, das heißt, man sieht auch wirklich nur die Person scharf und liefert im Endeffekt ein wesentlich besseres Bild als jede andere Kamera, die man so direkt am Notebook haben kann. Eine Mirrorless-Kamera ist zu bevorzugen, weil die von der Technik her anders aufgebaut ist und leichter zu bedienen ist. Und ein Objektiv so in der Größenordnung 35 bis 50 mm im Normalformat, im Vollformat, also etwas weniger, die Hälfte nämlich im APS-C-Format, ist dafür optimal geeignet. Wichtig auch, solche Kameras brauchen Strom. Das heißt, man sollte auch die Stromversorgung berücksichtigen, die durchhaltet für den ganzen Zeitraum, wo man die Kamera benötigt. Am Ende gibt es dann eine Checkliste mit ein paar Beispielen, die sich in der Praxis gut bewährt haben. Ganz essentiell, weil die Videos nachher geschnitten werden müssen und ins Bild passen müssen, ist das normale Fernsehformat Breitformat 16:9 einzusetzen. Egal was man tut, Kamera, Präsentation, all das muss im Format 16:9 vorliegen, sonst kann es nachher nicht verwendet werden. HD muss man manchmal aktivieren, auch das ist wichtig. Manche Kameras und manche Präsentationen sind standardmäßig nicht in High Density, im vollen Format. Nutzen Sie also HD oder die beste Qualität, die die Kamera bieten kann, immer dann, wenn Sie eine Präsentation aufzeichnen wollen. Deaktivieren Sie aber all diese Optimierungen, die die Software bieten kann.
Also so Geschichten wie Hintergründe austauschen, lustige bunte Effekte am Bildschirm zaubern, eine Brille auf oder einen Hut auf die Person, die vor der Kamera sitzt, setzen. All das bitte weglassen, auch irgendwelche Farbspielereien im Hintergrund deaktivieren. Was auch hilft, ist, die Spiegelung zu deaktivieren oder zumindest zu beachten. Und zwar die meisten Präsentationssysteme für Videokonferenzen spiegeln automatisch die Kamera, damit sie das sehen, was sie aus dem Spiegel kennen und nicht das, was die anderen Leute sehen. Dumme dabei ist dann nur, dass wenn man nach links deutet, der Zuschauer die Hand auf der rechten Seite sieht und umgekehrt. Besser also, ich mache es zumindest so, ich deaktiviere die Spiegelung, dann weiß ich, das Bild, das ich sehe, sieht auch der andere und ich kann zumindest in meiner Kontrolle, die ich sehe, auch wissen, wo ich hingezeigt habe, wenn ich nach rechts oder links deute. Der Hintergrund des Videos sollte, wie wir schon gehört haben, kein digitaler sein. Ein digitaler Hintergrund, also das automatische Austauschen des Hintergrunds über das Programm, wirkt immer suboptimal. Erzeugt Artefakte, Unruhigkeiten, schaut nicht gut aus und lenkt eigentlich von der Präsentation ab. Besser ist immer, auch wenn es nicht ganz perfekt ist, aber zumindest ein echter Hintergrund. Eine weiße Wand, ein Raum in einem Abstand, der größer ist und damit unscharf wird, das heißt nicht so störend wirkt. Irgendein ruhiger Hintergrund, der nicht ablenkt. Wenn das nicht leicht möglich ist oder man den Raum nicht zeigen mag, dann hilft auch ein Hintergrundsystem. Ein Falthintergrund, der meistens einfärbig, schwarz, weiß oder eine Farbe oder eine Marmorierung aufgespannt werden kann und hinter die Person gehängt werden kann. Das sind so Klapphintergründe, die recht leicht sind, die kann man auch leicht aufhängen. So kann dann die Kamera den Hintergrund vollflächig hinter die Person setzen und das ganze Ergebnis wirkt dann viel schöner, als wenn man digital mit Hintergründen arbeiten würde. Wichtig also, keine künstlichen Hintergründe, keine virtuellen Hintergründe einschalten, keine Effekte. Die Positionierung der Kamera ist auch wichtig. Der Kopf sollte ungefähr 2/3 des Bildschirms einnehmen oder die Hälfte zumindest. Man sollte also noch die Schultern sehen, man sollte das Gesicht komplett sehen, den Kopf komplett sehen, oben dann noch ein bisschen Platz haben und unter dem Kinn noch etwas Platz haben. Wer es ganz genau nimmt, setzt die Augen auf die obere Drittellinie, lässt oben ein bisschen Platz, unten ein bisschen Platz. Wichtig, den Kopf nicht zu klein machen, also nicht unter die Hälfte des Bildschirms gehen und nicht zu groß machen, dass er irgendwo angeschnitten wird. Der Kopf, die Person sollte mittig zentriert werden, weil rechts und links oft abgeschnitten wird, also insbesondere dann, wenn die Folien am Bildschirm gleichzeitig mit dem Kopf dargestellt werden sollen, dann wird rechts und links abgeschnitten, und zwar relativ massiv. Ist dann das Gesicht nicht in der Mitte vom Bildschirm, wird es abgeschnitten. Und das sollte nicht sein, deswegen immer zentral mittig in die Kamera positionieren. Die Kamera sollte ungefähr in Augenhöhe sein. Die meisten machen so, dass sie das Notebook am Tisch stehen haben und oben drüber die Kamera positionieren. Da gibt es eigene Tischstative, die helfen dabei. Und dann ist mit dieser Position auch sichergestellt, dass die Kamera in etwa auf Augenhöhe ist. Vielleicht knapp unter Augenhöhe ist auch noch erlaubt. Viel weiter dann schon nicht mehr. Und auch nicht von oben nach unten schauen, dass man den Boden sieht, sondern auf Augenhöhe. Dann fühlen sich die Zuschauer auch angesprochen. Wieso kennt man die andere Person ja? Der Blick sollte immer in die Kamera sein. Das heißt, die Kamera sollte frontal vor einem stehen. Man sollte nicht wegschauen, wenn man mit dem anderen redet, sondern ihn in die Augen schauen. Und das ist bei der Präsentation für den anderen der Blick in die Kameralinse. Apropos Präsentation. Die Präsentation wird via Bildschirmfreigabe oder Fensterfreigabe gemacht. Und wie schon gehört, 16:9 gilt auch für die Präsentationsvorlage. Das heißt, unbedingt die PowerPoint-Vorlage oder die Keynote-Vorlage im Format 16:9 machen, selbst wenn der eigene Bildschirm ein anderer ist. Unbedingt heißt immer. Alle anderen Sachen würden abgeschnitten werden. Das heißt, eine
nicht breitbildige 4 zu 3 zum Beispiel im alten Format, wie früher die Fernseher waren, würde oben und unten massiv abgeschnitten werden. 16 zu 10, wie manche Notebooks sehen, würde abgeschnitten werden. Wichtig, also immer im PowerPoint 16 zu 9 als Basisvorlage auswählen und dann auch mit einem solchen Bildschirm arbeiten oder zumindest das Fenster in den Bildschirmformat zu bringen. Noch schlimmer wäre es in dem Cinemascope-Format, wenn dann oben und unten ein schwarzer Bildschirm ist. Also immer, ganz wichtig, 16 zu 9, die Präsentationen anlegen und auch so abspielen. Sollten da Audio- und Videoelemente vorkommen, standardmäßig bei Präsentationen nicht der Fall sein sollte, dann wäre das abzusprechen. Sowohl Zoom hat ein Problem damit, als auch die Aufnahme, weil der Schnitt immer auf den Ton des Sprechers abgestellt wird und nicht auf den Ton der Präsentation. Und das müsste man extra einbauen. Innerhalb der Präsentation bitte sparsam mit Effekten umgehen. Selbst die Präsentation nur sparsam einsetzen. Es ist immer schwierig, einer Präsentation zu folgen, die nur aus PowerPoint mit vollem Text besteht. Also diese Folie, die wir gerade vor uns sehen, ist das Negativbeispiel. Viel Text, kein Präsentator, keine Grafik. Es ist schwer zu folgen und für den Zuseher kaum zu verwenden. Insbesondere in Konferenzplattformen, die via Video funktionieren, das heißt die Präsentation nicht im vollen Bild darstellen können. Große Buchstaben, wenig Wörter, plakativ geschrieben, müssen am Handy auch noch lesbar sein. Das ist so der Rahmen, den man einhalten sollte. Es ist besser, in Textform gesprochen Inhalte zu präsentieren und nur Anhaltspunkte, Ankerpunkte mit der Präsentation einzublenden. Also alles über die Präsentation abzulesen. Zusätzlich zur Aufnahme, die man macht, bei solchen Präsentationen sollten die Originalfolien auch zur Verfügung stehen. Das heißt, die sollte der Aufnahmeleiter am besten schon vorher bekommen, um sie auch vollflächig einblenden zu können und um den Überblick behalten zu können. Wenn Sie sich selbst leicht machen wollen, könnten Sie die Slides auch auf zwei Bildschirmen darstellen. Das heißt, dann gibt es eine Präsentationsansicht, die gestreamt wird, die man auch dann aufnimmt, und eine Präsentatorenansicht, die Inhalte zeigt, die Sie selbst für den Vortrag brauchen. Sollten Sie zwei Bildschirme haben, können Sie sie sich ein bisschen leichter machen und neben der Präsentation für die Zuseher auch eine Präsentation für sich selbst machen, die gleichzeitig am Bildschirm sehen. Wichtig dabei, die Zuseher sehen später nicht, wohin sie zeigen auf den Folien, sondern die sehen nur die Folie an sich. Das heißt, ein Laserpointer, den man verwendet, klassischerweise beim Beamer, oder das Zeigen mit der Hand, für die Zuseher nicht sichtbar. Die sehen ja nur das Kamerabild und die Präsentation als getrennte Teile. Wenn Sie also auf die Präsentation verweisen und dort irgendwas zeigen wollen, dann bitte mit Worten und so deutlich, dass die Teilnehmer das auch verstehen können. Ansonsten ist wichtig aufzupassen, was man präsentiert, in den Präsentationen insbesondere. Fotomaterial, Videomaterial, besonders auch Musik. Da gilt das sogar für das Radio, das im Hintergrund läuft und übers Mikrofon eingefangen wird. Und da liegen Urheberrechten. Und die werden teilweise automatisch im Internet geprüft. Das heißt, es kann gut sein, dass eine Konferenz, die gestreamt wird, wo im Hintergrund das Radio eingeht mit einem Hit, der gerade abläuft, der urheberrechtlich geschützt ist, den Abbruch der Sendung bewirkt. Das heißt, der Stream wird dann von YouTube oder der Präsentationsplattform einfach gecuttet und beendet. Urheberrechtsprobleme sind problematisch für alle. Das heißt, achten Sie schon bei der Präsentation und bei der Erstellung, dass Sie keine Urheberrechte umgehen. Bei Fotos heißt das, die Rechte mit dem Fotografen klären, ansonsten das Foto nicht einsetzen. Bei Videos den Nachweis für die Bewilligung nachweisbar einholen, also schriftlich, und vorlegen. Und auf Musik verzichten, außer man hat eine lizenzierte Quelle, die nachweisbar ist. Wir zeichnen auf. Präsentationen, die aufgezeichnet werden, die gestreamt werden, erfordern natürlich eine Datenverarbeitung und eine Veröffentlichung. Wenn Sie bei uns eine Präsentation halten, die wir aufzeichnen oder die wir streamen, erklären Sie sich einverstanden damit,
dass wir das tun, dass wir die entsprechenden Dinge, die dafür notwendig sind, auch durchführen an Datenverarbeitung, an Speicherung, an Veröffentlichung. Entsprechende Verträge gibt es bei uns. Mit der Durchführung bestätigen Sie, dass Sie dem zustimmen. Und das betrifft alles, was Sie vortragen. Die Unterlagen dazu, die Handouts, die Präsentationen, all das, was irgendwie zum Vortrag dazugehört. Was ist sonst noch wichtig? Arbeiten Sie bei der Präsentation, auch wenn nur die Kamera vor Ihnen steht, so wie bei realen Zusehern, die live im Raum wären. Das heißt, in einem durchgängig arbeiten. Man kann auch durchaus unterbrechen zwischendurch, wenn man sich verhaspelt hat, nochmal beginnen. Das stört nicht, das erwartet niemand einen perfekten Vortrag. Genauso wie im echten Leben. Ein Mensch, der vor einem steht, ist wichtiger als der Roboter, der runterbetet. Man kann also ganz normal präsentieren, so wie in einem Raum mit echten Menschen. Ernsthaft präsentieren? Also die Präsentation noch genauso ernst nehmen, wie wenn eine Gruppe Menschen vor einem sitzt? Persönlich bleiben, freundlich bleiben, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn nur die Kamera vor einem steht. Das heißt, denken Sie sich in die Kamera eine Person hinein, sprechen Sie mit der, das macht die Sache meistens leichter. Und dass das freundlich bleiben und das Lächeln, das macht man im realen Leben automatisch, das fällt bei der Kamera oft weg. Das sollte hier natürlich dann explizit beachtet werden. Halten Sie auch die Zeit ein. Also stellen Sie sich notfalls eine Uhr daneben hin. Präsentationen haben üblicherweise einen vorgegebenen Zeitraum. Wir können nachher nicht so einfach schneiden. Das heißt, der Zeitraum sollte so eingehalten werden, wie wenn Sie real vor Ort wären und von der Bühne geholt werden, wenn Sie die Zeit überschreiten. Für Zoom-Settings haben wir eine Checkliste vorbereitet. Die gibt es im Download und die sollten Sie auch natürlich dann korrekt umsetzen. Zum Beispiel die Videokamera auf HD einstellen, den Spiegel entfernen, haben wir gesagt, 16:9 einschalten, die Namen deaktivieren, dass sie nicht sichtbar sind und stören. Bei Audio ist ganz wichtig, die Lautstärke nicht auf automatisiert stehen zu lassen. Es soll nicht Zoom eingreifen oder die anderen Plattformen eingreifen, sondern Sie testen vorab, wie das Mikrofon eingestellt werden soll, wie laut es sein soll und bleiben dann dabei. Hintergrundgeräusche auf niedrig stellen, also nicht unterdrücken lassen. Das macht nachher die Audiobearbeitung und den Originalton übernehmen und mit HiFi-Qualität zu übertragen, kann nicht schaden, wenn das möglich ist. Eigene Aufzeichnungen sollte man vermeiden. Das heißt, wir bieten den Service an, Aufzeichnungen für Sie zu machen, mit dem Hintergedanken, dass das Ganze kontrolliert und in gleicher Qualität stattfindet. Also die Videos auch zusammenpassen. Wenn es gar nicht anders geht, muss zumindest sichergestellt sein, dass die beste Qualität möglich ist. Also, alle Dateien vorhanden sind, um das durchführen zu können, nämlich Präsentation, Bild und Audio in getrennten Formaten, jeweils Hochformatik, jeweils Vollformatik, das heißt Full HD oder 4K, synchron, das heißt übereinanderliegend, in getrennten Dateien. Der Schnitt des Ganzen in einem Layout und Audio und Video erfolgt dann für die jeweilige Konferenz. Das heißt, wird nachträglich erst für Sie gemacht. Wir brauchen also die Rohmaterialien und deswegen zeichnen wir am liebsten selbst gemeinsam mit Ihnen auf. Was ist sonst noch wichtig? Nicht aufstehen. Zumindest dann nicht, wenn Sie die übliche Zoom-Ausstattung anhaben. Also nur obenrum schön angezogen sind. Eigentlich ist sonst nichts wichtig. Wir haben jetzt alle Punkte durchbesprochen. Die Präsentation sollte damit unproblematisch stattfinden können. Wird also mit Ihnen gemeinsam gut funktionieren. Die Checklisten, die Präsentation, alles das, was für Sie wichtig ist, kann man runterladen. Wir haben dafür einen eigenen Link angelegt. konferenz-d.kurzlink.com. Dort gibt es die Videos, die Präsentationen, die unter anderem die jetzt hier abgelaufen ist, Checklisten, was im Zoom zu beachten ist, Einkaufshilfen mit Tipps, was man an Mikrofonen etc. verwenden kann, also all das, was wir jetzt besprochen haben, noch konkreter. Laden Sie sich das runter, dann haben Sie alle Daten, die Sie brauchen und das möglichst rechtzeitig vor dem eigentlichen Termin,
damit sie notfalls auch noch nachkaufen können, wenn sie eines der Teile, eines der Geräte, das wir besprochen haben, vielleicht noch besorgen müssen. Auch das Einrichten von Hintergrund und das Testen von Mikrofon braucht Zeit, das heißt wirklich rechtzeitig vorher beachten, bevor wir dann in die eigentliche Aufnahme gehen. Ansonsten helfen wir gerne. Wir führen Videoaufzeichnungen durch, machen Webinare in der Produktion, Livestreamings in alle Plattformen, Online-Konferenzen, Hybrid-Konferenzen. Also wir haben in der Richtung schon viel gemacht und helfen Ihnen auch gerne dabei. Das heißt, wenn Sie so ein Projekt umsetzen wollen, kommen Sie auf uns zu. Dann können wir das sicher gemeinsam gerne und korrekt umsetzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Roland Kreuzer. Ich bin von der Firma Triple. Wir führen solche Konferenzen, wir produzieren solche Konferenzen für Unternehmen in Österreich, streamen das Ganze auf die relevanten Plattformen und bereiten den Content so auf, dass auch funktioniert.